Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bauchjauf-Sendung. Kurz mal so Tagebucheintrag. Boah, wie ich mein neues Leben gerade genieße, das so frei ist von so vielen Dingen, die ich mir bis letzte Woche noch angetan habe. Ja, ich wollte hier einfach kurz mal festhalten. Dass ich mich gerade sehr bewusst vor allen Dingen auf mein Wohlbefinden konzentrieren kann. Dazu nutze ich den frei gewordenen Raum und das steht halt eben tatsächlich im Moment auch 24 Stunden am Tag im Vordergrund. Ich weiß, die Lichtverhältnisse hier sind echt beschissen. Aber diese Lampe, wenn ich die Augen zumache, ne, das ist wie, als würde ich in der Sonne sitzen. Total geil. Und das, obwohl es draußen gerade eher so gräulich ist. Ne, so. Aber ich war schon auch wieder draußen. Gehört auch mit dazu zum Wohlbefinden. Ich möchte es warm haben. Und außerdem, ist mir nicht das erste Mal aufgefallen, wie gut körperliche Betätigung tut. Ne? Und ich habe da früher viel mehr von gehabt, als der Tito noch bei mir war. Automatisch. Und hier habe ich jetzt zwar den Tito nicht dabei, aber ich habe halt eben diesen Ofen, ne? Den man mit Holz feuern kann. Und da hinten ist ein Wäldchen. Hier ist Wald und da ist aber Wald, aus dem ich halt eben Brennholz rausholen kann. Das sind immer so ungefähr 800 Meter zu laufen bis dahin und dann da Holz sammeln, vielleicht mit der Elektrokettensäge schon klein schneiden und dann halt die 800 Meter dann mit dem Holz wieder zurücklaufen. Und ich habe das halt gestern sehr meditativ gemacht, auch ganz bewusst so mit, mach das, weil es dir gut tut und es hat Spaß gemacht. Ich habe mich geweigert, es Sport zu nennen, weil ich da automatisch irgendwie wieder merkte, dass da die ganze Zeit dann irgendwelche diffusen Hintergedanken von irgendwelchen sportlichen Anreizen sich melden, von denen ich 2011 schon gelernt habe, dass das nicht sehr gut ist, denen nachzukommen, weil das immer ein gewisses Gesundheitsrisiko birgt. Damals bin ich mit meinem Arm durch eine Glastüre gelaufen und habe einfach tierische Schwein gehabt, dass diese Scherbe, die da aus dem Rahmen ragte, so ein Stück vor meinem Auge und nicht so ein Stück in meinem Auge stehen geblieben ist. Von daher bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen, respektive ein paar Cuts, die ich hier oben hatte, die dann mit 32 Stichen genäht worden sind. Und gestern war das halt eben tatsächlich, dass so das auch nochmal kam, weil ich erstmal in den Wald gegangen und eine Ladung geholt hatte, dann da aber noch quasi vier Baumstämme liegen hatte. Oder einen Baumstamm, den ich in vier etwa 2 bis 2,5 Meter Stücke geteilt hatte. Von unten einen solchen Durchmesser und oben so. Das ist von einem Baum abgebrochen. Das war die Spitze, die da runtergekommen ist. Und den ersten davon, den hatte ich schon so rübezahlmäßig auf der Schulter, das Wägelchen hinter mir her mit dem ganzen anderen Holz drin. Dann bin ich wieder in den Wald und dann war halt eben
das Wägelchen voll mit der Kettensäge auch und dann halt eben einen weiteren Stamm wieder auf der Schulter. Und dann bin ich halt eben vorgegangen, 50 Meter vielleicht, und habe dann halt mir gedacht, geh das Holz holen, bring das nach da vorne, hol den Wagen, bring den wieder ein Stück weiter vor, geh das Holz holen, bring wieder, na, so, dass ich, also ich bin dadurch nicht weniger gelaufen, aber ich hatte dadurch eine abwechslungsreichere Strecke. Das hat sehr geholfen, das Ganze spaßig zu halten. Und dann war das auch sehr interessant zu beobachten, wie ich dann mit zwei Baumstämmen, zwei von diesen Dingen, dann wie bei The Forest, ich war wieder mitten im Spiel, da rumgelaufen bin, dann, keine Ahnung, 50 Meter zu diesem Wagen gelaufen bin, unserem Bollerwagen mit dem Holz drin und der Kettensäge, und da schon dachte, boah, Alter, ey, lass fallen, schieb den Wagen wieder, und dann so ein Ding da sagte, nee, 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 lauf mal weiter. Und dann mitbekommen habe, dass mein Unterbewusstsein schon längst wusste, bis wo ich zu tragen in der Lage bin. Da war so ein Baum, der da am Wegesrand stand. Den hatte ich quasi schon im Blick. Und an dem stand ich auch auf einmal. Das war noch mal 100 Meter weiter hinter dem Wagen. Also ich habe mir gestern noch meinem Geist noch mal ganz ordentlich zeigen können, was zu leisten mein Körper eigentlich in der Lage ist, womit mein Geist eigentlich überhaupt gar nicht mehr rechnet, weil er das gar nicht gewohnt ist. Und mein Körper hat sich tatsächlich, weil ich nicht auf meinen Geist gehört habe, sondern auf meinen Bauch, über meinen Geist hinwegsetzen können und dem Geist nochmal was zu zeigen. So, hallo, wie minder bemittelt gehst du eigentlich mit mir um? Also ich im Gespräch mit mir selber, ja. Ja, und dann war ich irgendwann wieder da und hatte das Holz da und hab's jetzt lecker warm, ne, so, und das sind halt so, ich hatte halt vorher, keine Ahnung, einen Anhänger Schnittholz, Schnittreste, Holz, Schnittreste vom Sägewerk, hab halt damit geheizt, und irgendwie finde ich das halt eben mit diesem Naturholz einfach viel schöner, also es heizt sich einfach schöner. Und ich genieße das gerade voll. Und ich merke, hey, du hast es für dich getan. Ich habe mich irgendwie betätigt und es hatte nicht irgendwer was davon, sondern vor allen Dingen hatte ich selber mal auch was davon. Und nicht nur 3,50 Euro die Stunde oder was auch immer, womit ich abgespeist werde, um die Träume anderer zu realisieren. Und dann darauf angewiesen sein, alles kaufen zu müssen, was ich haben will. Ich will, dass das, ne, das ist nicht mehr mein System, schon lange nicht mehr. Ich mache das ganz anders und kann mich darauf halt eben jetzt auch besinnen. So, und dann geht eigentlich noch sehr viel mehr in meinem Kopf ab, aber darüber werde ich, habe ich mich entschlossen, gleich einen Podcast machen im Rahmen einer Chill-mit-mir-Sendung, so wie wir das von früher kennen, wo ich einfach ein bisschen chillige Musik anmache und ein grobes Stündchen, das auch mal 45 Minuten oder 75 Minuten dauern kann, ne, einfach meinen Kopf aufmache, Gedanken frei fließen lasse. Das wird das nächste Video sein, das werde ich jetzt dann gleich aufnehmen, während das dann gerendert hochlädt, was ihr hier seht, und werde dann einen Podcast jetzt auch demnächst mal hochladen. Zum Teil halt eben im Rahmen von Chill mit mir und zum Teil auch im Gespräch mit anderen. Das ist nämlich auch was, was sich gerade ergibt. Sehr interessante Gespräche von Leuten, die kein Schwein kennt, aber die saugeile Gedanken haben. Wir. Ne? Bam. Da sind wir wieder genau bei denen, um die es geht. Ich wünsche euch den Frieden und bleibt am Ball, wenn ihr möchtet. Kommentiert, wenn euch irgendetwas durch den Kopf geht, was ihr gerne zum Thema beitragen möchtet, weil
Eventuell ist es ja tatsächlich so, dass ihr gerade selber auf einem ähnlichen Trip seid. Und ihr wisst schon, der ganze Rest. Kein Bock, das hier jedes Mal runterzuleiern wie jeder andere YouTuber. Mir geht es hier nicht um haufenweise Klicks. Mir geht es darum, das hier einfach zu dokumentieren und es mit denen zu teilen, die es interessiert. Und das wird schon die richtigen finden. Bis denn.